Und da geht es um Erich Kästner, über den kann man sehr, sehr viel sagen. Ich nehme mal ein Zitat von Marcel Reich-Ranitzky. Der hat über ihn geschrieben: Erich Kästner hat keine gewaltigen Werke geschrieben. Er hat niemanden mit seiner Dichtung zu erlösen versucht. Klammer auf, vielleicht sich selbst, Klammer zu. Niemals war es sein Ehrgeiz, die Welt zu verändern. Er hatte nicht mehr und nicht weniger zu bieten als Grazie und Esprit, Humor und Vernunft. Erich Kästner, geboren am 23. Februar 1899 in Dresden, vor 125 Jahren. Der Stichtag von Katrin Krämer. Von ihm stammen Kinderbuchklassiker wie Emil und die Detektive oder das fliegende Klassenzimmer. Und Erich Kästner war noch viel mehr. Ein scharfer politischer Beobachter in seinen Gedichten und Essays zum Beispiel. Ein Kabarettist war er ja auch, ein sehr humorvoller Mensch und ein Pazifist. Am 23. Februar 1899, also heute vor 125 Jahren, wurde Erich Kästner in Dresden geboren. Der Stichtag von Katrin Krämer. Wer kann Erich Kästner besser beschreiben als Erich Kästner? Er ist ein Moralist, er ist ein Rationalist, er ist ein Urenkel der deutschen Aufklärung, Spinnefeind der unechten Tiefe. Er glaubt an den gesunden Menschenverstand wie an ein Wunder. Und so wäre alles gut und schön, wenn er an Wunder glaubte. Doch eben das verbietet ihm der gesunde Menschenverstand. Der Moralist Kästner sprach sich 1958 gegen die atomare Wiederbewaffnung aus. Und diesem systematischen Untergang sollen wir zusehen, ohne zu mucksen. Und dichtete noch 1932. Wie ihr es euch träumt, wird Deutschland nicht erwachen. Denn ihr seid dumm und seid nicht auserwählt. Die Zeit wird kommen, da man sich erzählt, mit diesen Leuten war kein Staat zu machen. Der Spinnefeind unechter Tiefe zeigte sich in Gedichten wie Elegie mit Ei. Der Lebemann Kästner schreibt nachts in Cafés und Bars, hat Verhältnisse mit vielen Frauen, oft gleichzeitig. 1899 wird Emil Erich Kästner in Dresden geboren. Zur Mutter hatte er ein sehr inniges Verhältnis. Und sie hatte mal eins mit ihrem jüdischen Hausarzt. Ob dieser Emil Zimmermann Erich Emils leiblicher Vater war, bleibt ungeklärt. Kästners liebes, gutes Muttchen möchte, dass der Sohn Lehrer wird. Aber zunächst muss der zum Militär. Der Drill ist so schlimm, dass er ein Herzleiden davonträgt. Als Soldat für den Ersten Weltkrieg bleibt Kästner daher untauglich. Der Antimilitarist Kästner schreibt 1930: Das ist nun ein Dutzend Jahre her. Da war er unser Sergeant. Wir lernten bei ihm, präsentiert das Gewehr. Wenn einer umfiel, lachte er. Kästner geht zum Studium nach Leipzig, wird Feuilletonredakteur. 1927 veröffentlicht er das Abendlied eines Kammervirtuosen. Wegen dieser Beethoven-Verunglimpfung wird er gekündigt. Ein Fußtritt Fortunas, sagt Kästner, denn die Weltstadt Berlin wartet. Hier wird er produktiv, schreibt Texte fürs politische Kabarett und Kinderbücher. Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton, das fliegende Klassenzimmer, alle große Erfolge. 1929 erscheint Fabian, ein Großstadtroman über die Unruhe dieser Zeit und eine düstere politische Prognose. Fabian wird von den Nationalsozialisten als entartet eingestuft und am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz verbrannt. Erich Kästner bekommt Schreibverbot, kann aber unter Pseudonym Drehbücher für die UFA schreiben. Warum er in Deutschland blieb? Ich war damals der Meinung, ein politisch engagierter Schriftsteller müsse, außer eben es bestünde äußerste Gefahr, bleiben, um Augenzeuge zu sein. Nach Kriegsende lebt er in München und glaubt bis zu seinem Tod 1974 unerschütterlich weiter an den gesunden Menschenverstand. Geboren wurde Erich Kästner am 23. Februar 1899, heute vor 125 Jahren.